Im Frühjahr 2011 darf 1020037 in den Plandienst zurückkehren. Zwischen Linz und Summerau müht sie sich vor langen Güterzügen. Als E94099 verlässt die heutige Museumslok das AEG-Werk in Hennigsdorf bei Berlin. Sie wird in Bludenz beheimatet und bleibt dort fast ihr gesamtes Lokomotivleben. Summerau ist Übergabe- und Grenzbahnhof nach Tschechien. 1020037 rangiert für die nächste Leistung nach Linz. War die erste Leistung noch ein Leergüterzug, ist es jetzt ein beladener, über 1000 Tonnen schwerer Güterzug. Ohne Probleme bringt 1020037 den langen Zug in Fahrt. Das muss sie auch können, denn die Baureihe E94 ist die stärkste Elektrolok der Vorkriegszeit gewesen. 123 Tonnen schwer und 19 Meter lang. Mit ihren 6 Achsen bringt sie rund 3240 Kilowatt auf die Gleise. Seit 1954 wird die Baureihe E94 in Österreich als Reihe 1020 bezeichnet. Insgesamt 47 Lokomotiven gab es nach dem Krieg. Nach einer umfangreichen Modernisierung ab 1967 tragen sie den blutorangen Anstrich. Oberhalb des Ortes Käfermarkt im Mühlviertel erhebt sich das Schloss Weinberg aus dem 16. Jahrhundert. Das imposante Bauwerk prägt mit seinen Türmen das Bild in der Region. Beinahe unbedeutend dagegen wirkt 1020037 mit ihrem Güterzug. Bis 1995 war Österreich die letzte Hochburg dieser markanten E-Loks. Die stolzen Maschinen werden aufs Abstellgleis und in den Schrott geschickt. Doch über 20 bleiben erhalten, 4 davon sogar betriebsfähig. Dazu gehört auch 1020037. In den 60er Jahren werden fast alle Maschinen grundlegend modernisiert. Überarbeitet werden die elektrische Ausrüstung und die Steuerung. Neu ist die Fensteraufteilung im Führerstand. Statt 3 gibt es jetzt nur noch 2 Fenster. Die ÖGEC wird 1020037 weiter betriebsfähig erhalten. So kann dieses Relikt deutsch-österreichischer Geschichte auch in Zukunft an die große Zeit der E94 im Alpenland erinnern.